Willkommen zurück und ich habe hier gerade eine sehr merkwürdige Situation. Ihr wisst ja, wo ich letztes Mal aufgehört habe, in seiner Wohnung. Und jetzt, wo ich das Spiel neu starte, komme ich hier in den Klamotten vom Stripclub raus. Ich bin verwirrt. Was hat er gemacht, der Junge? Ohne meine Zustimmung hier. Achso, kann man die Kamera ändern? Ist ja interessant. Okay, wir gucken mal. Wir sollen ja unserem Kumpel sagen... Ach, da ist ein Fragezeichen. Da ist ein Fragezeichen, okay. Wir sollen ja eigentlich dem hier, wie heißt der kleine mal, Simeon, sagen, dass wir nicht mehr für ihn arbeiten. Aber ich würde sagen, wir arbeiten ja erstmal ein bisschen die Fragezeichen ab. Also gehen wir zu dem. Und das ist ja relativ nah, da gehen wir zu Fuß. So, mal fix über die Straße gesprintet. Ist dann die Richtung, oder? Irre ich mich da. Naja, chillt euch mal alle. Nur weil ich hier kurz über die Straße renne. Knarre haben wir noch? Knarre haben wir noch. Ne, laufe ich jetzt richtig? Das war doch gar nicht so weit weg. Ja, ich laufe richtig. Haben wir Abschleppe. Da ist es doch. Come on, move, bitch! Warte mal. So, Leute. Hey, was soll die Scheiße? Bam! Oh, 19 Dollar, danke. Und weiter geht's. Klotz nicht! Oh, was ist das für eine Riesengruppe da von Leuten? Oh, wir müssen jetzt in den Club rein, oder was? Oh ja, yeah. Übelste Music. So, wer ist denn das? Wer will mit uns reden? Der hier? Oh, wir haben einen Stern. Shit. Oh, shit, die kommen. Nur weil ich jemanden aufs Maul gehauen habe, was soll die Scheiße? Was ist mit ihm hier? Steht hier am Zitronenbaum. Ah, der Stern ist ja eh gleich wieder weg. Oh, wir haben angerufen von Lamar. Ja, los, wir gehen mal rein. Oh, fuck, die Bullen. Ach, shit. Was? Zwei Sterne für was denn? Shit, jetzt müssen wir erstmal die Bullen abhängen hier. Oder ganz ruhig. Hier, Motorrad her damit. Zack, weg mit dir, Kollege. Wir fahren da gleich wieder hin. Also, na gut, das ist jetzt wahrscheinlich jetzt erstmal weg, das Fragezeichen. Da gehen wir später wieder hin. Aber der Typ hinterm Zitronenbaum war schon witzig. Vielleicht war das sogar der, den wir treffen sollten. Ach hier, das ist ja schon wieder vorbei. Zwei Sterne sind ja echt easy. Kommt da noch einer? Ja, die fahren in die Richtung, ja. Oh fuck, jetzt gibt aber Gas. Der Bulle auf dem Radar hier. Wie ist denn eigentlich Handbremse? Vor mir sind Bullen. Na komm, jetzt verschwindet er endlich mal hier. Fucking Sterne. Oh fuck, der dreht um, der Assi. Jetzt sind sie weg. So, jetzt gucken wir mal, ob das... ich hab's wieder auf Select gedrückt. Ob das Fragezeichen wieder da ist. Ja, ist wieder da. Dann markieren wir uns das mal kurz. Nicht, dass wir uns hier noch leicht verfahren. Was ist denn das eigentlich? Ein Kino, geil. Können wir auch mal hingehen. Aber jetzt nicht. Erstmal geht's wieder zu dem Fragezeichen. Um so ein paar neue Leute kennenzulernen und vielleicht neue Auftraggeber zu bekommen. Und dadurch mehr Kohle zu verdienen. Und dann können wir uns... Oh, shit. Krassen Mist kaufen. Wow! Wir haben noch ordentliche Waffen und so. Komm, zieh das Motorrad hoch. So. Weißt du, haut mal so ein paar Leute mal vors Maul, kommen direkt die Bullen, was soll die Scheiße? Der Typ hinter dem Baum ist das, oder? Hier, fuck mal den Helm weg. Und wir gehen mit Helm hin. Bad Motherfucker. Ah. What the fuck? Give me that motherfucker. Hey, whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. What the fuck you talking about? Wow, hey, look, I saw a quarterback blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married.
It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message is that sending our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! They're not magic. No, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh, shit! Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Man, she's a fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh, no. We can make boku bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging mop, and we are in the money, man. In the money, bro. Come on! Come on, man! Come on! What the fuck is wrong with me? Let's go! You drive, I'll get the shot! Okay. Aber was haben die hier für ein verschissenes Problem in dem Spiel mit pausenlos Motorräder verfolgen und selber Motorrad fahren? Was ist denn hier los? Fahre neben ihr her. Ja, entspann dich. Ich bin doch schon am Beschleunigen. Hier, jetzt, mach dein scheiß Foto! Oh fuck, wie fährt der denn, Alter? Der sollte sich vielleicht auch mal ein bisschen an die Straßenregeln halten hier. Warte, ich beschleunige doch schon. Jetzt, hau raus! Nach hier weiter. Komm, hier weiter. Komm hier. Jetzt, feier. Jetzt, los. Wow. Das war knapp. They don't call her the silicone slattern for nothing. Lass mich fahren auf die andere Seite. Like a bloodhound in a wind tunnel. God, I love her. Oh man, no wonder this whole town's in third. Komm hier, mach Fotos. I love you, Miranda. Woo. You ruined his life. Make my day. Reichen die Fotos nicht langsamer? I'll nail it on this one. Set me up again. Okay, warte. Boah, achso. Ups. Oh no, it's that bottom feeder Madison. Kann man den killen? Ups, da geht's lang. Ich hab grad mitgelesen, da habe ich ein bisschen die Straße verloren. Oh, der wird ihn runterhauen, alles klar. Stopp den Konkurrenten. Kann man den nicht einfach runterballern? Okay, ich bin dran, wir sind schneller. Und jetzt hauen aufs Maul! Jetzt, bam! Ach, Scheißdreck hier. Ja, weil du scheiße bist, lass mich doch den Typen einfach erschießen. Kann man nicht einfach auf den Reifen schießen? Einfach weggeballert. Oh, and this is coming from a fool that just tried to knock him off a moving motorcycle. Well, it's done now. Terrible accident, but life must go on. And I'm already late for my next stakeout. Let's go. Get the hell out of here. Echt mal, bis er das gerafft hätte, wann der schlagen muss. There's a small parking lot by the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. Drop me there, and you can keep the bike, because I look after my people. Look after your people? Man, I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking Pope, dawg. All right, homie, it's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place, you hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging, or if she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Was ist das für ein Freak? Neuer Kontakt, nice. Ja, bitte speichern. Bild, was? Bildschirm 2, voll erwischt. Haben wir nicht, oder was? Okay, wir werden jetzt erstmal zu Simeon fahren und ihm sagen, dass wir nicht mehr für diesen Spasti arbeiten werden. Was ist das hier? Autowaschanlage. Was ist das? Achso, das hat schon geschaut. Ein Fahrgeschäft. Kino ist in der Nähe. Ammunition. Aber wir brauchen erstmal Kohle insgesamt. Und dann holen wir uns nämlich mal eine MP5 oder so. Damit wir übelst
Bitch-Slaps verteilen können, wenn es mal zu einer Schießerei kommt. Wobei ja zurzeit sowieso anfangs bei GTA reicht ja immer eine Pistole. Aber später, wenn dann alle mit Sturmgewehren so rumrennen, zum Ende hin, dann müssen wir uns schon eindecken mit Waffen, die auch was können. Wow! Oh, jetzt hat's kurz gehangen, also kurze Ladephase. Motorräder und Autos, die fahren sich alles so geil jetzt. Ohne Mist, im Vergleich zu GTA 4, da musstest du immer übel aufpassen bei Kurvenfahrten und alles. Und hier kannst du einfach Gas geben. Oh, scheiße. Brieftasche geklaut. Oh, ich habe jetzt gerade auf der Karte geguckt, weil da irgendein Bulle blinkt und ich weiß nicht wieso. Wir fahren mal zu dem hin. Was ist denn mit dem? Achso, das ist ein... Der hat geklaut. Warte mal, wir fahren mal hier vorne raus und hauen den mal vors Maul. Ups. Ah ne, ich will nicht kleine Knarre haben, ich will dem einfach nur vors Maul hauen. Achso, wechsel ich. Bleib mal hier, Kollege. Stehen bleiben. Rot und blau blinkende Markierungen zeigen dir an, an dem Gebiet von San Andreas Probleme gibt, bei denen du helfen könntest. Oh fuck, jetzt habe ich gerade gelesen und nicht geschaut. Ah. Den kriegen wir noch, den kriegen wir noch. Simeone hat Zeit. Wir holen jetzt uns jetzt erstmal den Typen da. Ob ich den einfach erschießen kann, das ist halt die Frage. Ob ich den umhauen muss, damit es halt nach dem Gesetz geht sozusagen, dass ich ihn einfach nur aufgehalten habe, oder ob ich ihn mal einfach vors Maul hauen kann. Erschießen kann. Ich fahr den gleich an hier, der ist viel schneller als ich. Komm, ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Ausdauer verbessert. Hä? Jetzt habe ich unten gelesen, was da angezeigt wird. Bam! Jetzt haben wir ihn. Du bleibst unten, Mann! Was denn? Du bleibst unten! Du bleibst unten, Mann! Ich kann ihn behalten oder gegen eine Belohnung zurückgeben. Das ist ja geil. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal die Karre und dann geben wir das mal zurück und schauen mal, was passiert. Also wir haben jetzt $500 bekommen. Wir markieren mal ganz fix das Ziel. Ah, da brauchen wir eigentlich gar keine Karre. Na gut, doch. Sonst fahren wir da ewig. Da fahren wir jetzt hin. Also wir haben jetzt gerade $500 eingenommen. Also eigentlich wäre das eine ganz geile Einnahme. Aber wir schauen mal, was passiert, wenn wir es zurückgeben. Aber vorher muss erstmal die Karre aufhören zu biepen. Piep. Jetzt. Karre fährt auch geil. Ist auch geil. Alter, was ist los hier? Gibt's gar keine Scheißkarren. Die sind alle gut. So, hier, wo bist du? Da bist du. Oh, hier, eine Chica. Ah, nee, dann, ja, dann Typ. Ich dachte schon, das wäre eine Olle. Na gut, wir geben es trotzdem mal zurück. Was ist los hier? Excuse me, I think this is yours. You rock, bro. See, this is what it's about. Community. Minus für eine... Alter. Gar nichts. Naja gut, wir waren nett. Das ist schon in Ordnung so. Chill dich mal. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal... Oh! Ohne Markierung zu Simeone, weil ich den ja schon auf der Karte sehe. Wobei mir da öfters mal passiert, dass ich totalen Rotz zusammenfahre. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Oh, jetzt so macht man Licht an oder was? Woo! Und hier, ne, da vorne fahren wir rechts. Wie kann ich den Sender ändern? Na gut, das werden wir schon rausfinden. So, wir fahren mal zu unserem Boyfriend hier, zu unserem dicken Kollegen. Oh, hier ist zu. Können wir durch den Eingang rein? Ne, auch nicht. Na gut, dann gehen wir durch den Haupteingang. Und mal schauen, was er dazu sagt, dass wir nicht mehr für ihn arbeiten wollen. Dass wir ihn scheiße finden und wir auf seinen Arbeiter des Monats seine Auszeichnung scheißen. Mach auf hier! Hat er jetzt geschlossen um die Uhrzeit? Na gut, es ist Nacht, aber... Ah ne, da hinten müssen wir. Okay. Ah, okay, für die Mission muss Tag sein, oder was? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Excuse me. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh?
Wollten wir dem nicht sagen, dass wir nicht mehr arbeiten, oder war das nur Lamar seine Idee? Steht hier unsere Karre noch um die Ecke? Steht noch da, dann nehmen wir die. Bevor wir uns ja nochmal eine neue Karre klauen müssen. So. Wir sollen also einen SUV holen und irgendwie so, einfach wie der das erzählt hat, hier macht ihr keine Sorgen und bla bla. Ich habe so das Gefühl, das läuft schief und wir müssen irgendwelche Leute abknallen, aber dafür sind wir da. Leute wegballern. Neue Knarren aufsammeln, am besten haben die MP5s dabei, da brauche ich mir keine kaufen. Wow. Ganz entspannt, Leute. Fahrt schon mal da runter hier. Ja, Auto sieht noch gut aus. So, und... Oh, das war knapp. Oh, was will der denn jetzt? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Ist das jetzt hier so die Villengegend oder was hier? Für die ganzen rich motherfuckers. So, wo ist denn hier unsere Karre? So, wir sind da. Erstmal schön geparkt. Okay. Das ist die Hütte. Ich weiß ja nicht, ob der... Achso, die Garage da, das braune Tor, ist unser Ziel oder was? Können wir ganz einfach rein und Hallo sagen? Ne, können wir nicht. Können wir drüber klettern? Wir können drüber klettern. Machen wir das doch. Ach, Schleichmodus gibt's ja auch noch. Krasse Scheiße. Was, schaltet den Gärtner aus? Machen wir doch glatt. Wieso hat er seine Klamotten umgezogen, als ich geladen habe? Was, Gegner an, während du L1 drückst und dann Kreis für bewusstlos schlagen. Bam, gute Nacht. Dann macht er direkt das Gerät aus. Das ist ja nett von ihm. Okay. Scheiß auf Schleichmodus hier. Renn in die Bude. Wie mach ich das auf? Muss ich komplett durch die Bude annehmen? Ist zu, oder was? Also muss ich mich jetzt durch die komplette Bude schleichen oder kann man hier von hinten rein? Na, wir gucken mal. Scheint lustig zu werden. Okay. Hier geht's auch nicht rein. Oh, schon eine geile Hütte hier. Mit Poolen allem drum und dran. Achso, die Tür können wir auch mal noch testen. Die ist auch zu. Das scheint echt witzig hier gerade zu werden. Ah, aufs Dach vom Auto klettern. So, welches Fenster wollen wir... Ach, da. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. My niggas. Oh, Alter, was spielt der denn? Call of Duty oder was? Alter, wie geil ist das denn? Voll das geile Game. So, die beiden sind gerade streitend in ihre Zimmer gegangen. Oder der eine bleibt in seinem Zimmer, der andere nicht. Blaue Geräuschmarken auf dem Radar zeigen dir an, wie laut du bist. Okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, wer ist das? Die Eltern oder was? Warte mal, gehen wir hier ins Wohnzimmer. Kann ich nicht einfach alle wegballern und dann die Karre klauen? Okay, die scheinen beschäftigt zu sein. Okay, die sind echt beschäftigt. So, können wir erstmal das Tor aufmachen oder fahren wir da einfach durch? Ich würde gerne das Tor aufmachen. Ach, scheiß drauf, wir fahren das jetzt ein. Machen da jetzt ein Loch rein. Zack. Ach, das... Ja, das ist ja nett. So, Tor noch öffnen. Ja, das ist ja... Was für ein Service.
So, und Gas geben. Und jetzt passen wir mal ein bisschen auf, weil ich denke mal, wir bekommen mehr Kohle, wenn die Karre weniger Schaden nimmt. So, was will er? Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Ja, ja, das ist der Plan. So, und jetzt geben wir ein bisschen Hütte. Alter. What the hell? Da ist einer hinter uns. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Huh? Look around. We just keep driving where you're going. Ach, das ist. Come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. What the fuck is I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Alles klar. Also hier, unser zweiter Charakter ist da. Wuhu! Vielleicht können wir den jetzt gleich zocken. Aber wir schauen jetzt erstmal, was der mit Simeone macht. Okay. Stop the car. Ach, da vorne soll ich halten. Das ist echt manchmal so ein bisschen merkwürdig mit dem Halten und... Ups! That the place? Yeah, that's the place, man. Ah, da drüben auf der anderen Straßenseite. Drive into. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Okay. Komm hier nochmal so. Durch welches Fenster? Durch welches? Einfach durch das Frontfenster? Das hier. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Shit! Bam! Oh shit! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yaterian doesn't back down! Bam! Oh, der ist ganz schön guter Kämpfer, oder was? Boom! Boom! Motherfucker! In die Fresse! In die Fresse! Ah, ich kann auch treten! Hä? X steht für treten! Macht aber nicht! Und jetzt treten! Bam! Erstmal getreten, dann direkt gepackt! This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Zack, und schon sind wir Michael. Woo, Missionszeit. Da kommt was? Da kommst du nicht dran. Nickerchen im Grün. Nehmen wir das Auto nicht wieder mit? Lass mich hier nochmal rein. Sorry, ich habe was vergessen hier. Ah, jetzt können wir wechseln zwischen ihm und Franklin. Aber ich... Ach, jetzt schalte ich hier jetzt mal durch die Kamera. Wir würden da mal... Was ist... Achso, das Michael ist seine eigene Bude, alles klar. Und ich würde sagen, wir fahren mal hier zu dem Fremden. Erstmal schön die Fremden abklappern, weil das scheint ja dann immer so die neuen Auftraggeber zu werden. Jedes Mal, wenn man so ein bisschen mit denen was macht. Und der Paparazzi war schon witzig und deswegen holen wir uns jetzt noch ein Fragezeichen mit Michael zusammen. So. Oh, Amanda? Hobbys und Zeitvertreib sind für Freeboy, Stripclub, Kino, da, Trommelplatz, Golf. Ja, ja, alles klar. Wir laufen da mal hin. Ist er hier scheinbar in dem Park auf der anderen Seite? Fahren wir jetzt nicht extra drum rum. Halt dein Maul! Laber mich nicht zu hier. So. Wo ist die Person? Oder da oben?
Ach, der da. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want to drive? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me this. Now, here, you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too near. Sind wir jetzt bitte bei Far Cry oder was? Holy shit! Erledige die Aliens! Alter, was ist das für ein abgefrickter Scheiß? Wie geil! Erstmal schön mit der Minigun auf dem Trip irgendwelche Scheiße wegrotzen. Na? Kommt hier noch was? Motherfuck auf von anderer Seite. Oh shit. Hä? Wow! Was? Oh mein Gott! Hau ab, du fettes Alien! Und war es auf einmal übelst nah hier. Oh, da ist es. Bam, ihr hässlichen Fotzenviecher. Komm hier um die Ecke. Oder wo bist du? Oh, Alter. Wie geil ist die Scheiße denn, Alter? Nur weil der auf dem Trip ist, gehen hier übelst der Alien-Scheiß ab. Oh, fuck. Oh, fuck, was schießt mich gerade zusammen? Jetzt ist er... Alter! Die machen übelst Schaden mit ihrer Psycho-Kacke. Aber das ist ganz gutes Schießtraining, muss man sagen. Oh, hier ist einer irgendwo neben mir. Ah, fuck it! Rette dich, Michael! Wir müssen uns mal ein bisschen zurückziehen hier, die kommen ein bisschen zu nah. Wo ist der hier? Ah, der ist weg. Haben wir es geschafft, oder was? Hier, alle Aliens weggeballert. Boah. Wow. Einfach mal einen Zombie sag ich schon, Alien-Trip gehabt. The liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Alles klar. Oh, wir haben jetzt sogar Schaden genommen, oder was? Unversehrt, Killkette, alles klar. Abgeschlossen, Gold. 100%! Yeah! Bitches! So, was machen wir denn jetzt noch? Wir können ja mal noch irgendwie Läden besuchen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle, oder? Wie viel? Oh, 7000 haben wir mit dem? Na, da gehen wir jetzt mal shoppen. Holen wir uns seine Knache? Hier oben ist Tennis und Golf, okay. Kino, Paint and, ist das Paint and Spray? Los Santos Customs. Oh, da können wir Autos tunen. Das ist Friseur. Was machen wir denn da jetzt Schönes?
Guck mal, hier bei seiner Bude ist Tennis. Da machen wir doch Tennis. Steht unser Auto noch da? Krass, ja. Tatsächlich. Schlampe, aus dem Weg! Oh, ein Rinn hier in die Karre. Go, go, go. So, da gehen wir jetzt mal eine Runde Tennis spielen. Mal sehen, wie das ist. Aus dem Weg, Motorradfahrer! Oh, ich wollte ihn eigentlich anfahren. Hat nicht geklappt. Bus. Ah, wir fahren jetzt gerade durch. Oh, hier wird ein Ladefehler, Alter. Krasse Scheiße. Alter, was geht denn hier ab? Hauptsache, ich sehe die Straße noch ein bisschen. Hier schauen wir da. Boah. Hui. So, wo geht's hier zum Tennis? Da links scheint der Tennisplatz zu sein. Und wie kommen wir hier rein? Sagen wir, klettern einfach mal über die Mauer hier, also über den Zaun. Macht er nicht? Ah, doch. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Okay. Also sind wir jetzt einfach bei unserem eigenen? Na gut, dann machen wir das doch mal. Unser eigener Tennisplatz. Ich scheine echt ein übster Rich Motherfucker zu sein. Willkommen beim Tennis! Diese Einführung macht dich mit dem Spielablauf vertraut. Okay. Geh mal kurz darauf ein. Was? Links zum Zielen, drücke X zum Grundschlag, ausführen und drücke 3, um was? Dreieck, um was zu machen? Drücke R, um den Ball durch vorwärts schnellen, durch Fliegen und höher Aufprall zu verlassen. Ein Satz. Achso, ne, lass mal einen Satz spielen. Ours might be a marriage in name only, but at least we still got tennis. Bam! Until I can't stand the sight of you. Yeah, bitch! Punkt gewonnen, was ist los mit dir? Okay, ich weiß zwar gerade echt nicht, was ich überhaupt drücken soll, aber ich drücke einfach so ein paar Tasten. Anschlag. Anschlag? Ah ne, Aufschlag. Oh! Die Nutte. Macht aber Spaß. Also jetzt so die ersten Abläufe, so wie man laufen kann und dann seinen Schlag auswählen kann, ist eigentlich ganz witzig. Und bam! Ah! Die Hure! Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wieso habe ich eigentlich jedes Mal Aufschlag? Das macht gar keinen Sinn. Bam. Okay, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Ah! Breakball. Amanda hat einen Breakball. Halt die Fresse, Amanda! Hässliche Fotze. Breakball. Ich break ihr gleich was anderes. Und! Oh, fuck. Ich hab gedacht, ich mach den. Alter! Schmettert die mit den einfach. Wow, you can really play. Ah, Nutte. Seitenwechsel. Achso, ein Satz ist mit Seitenwechsel. Okay, okay, okay. Jetzt hat Amanda Aufschlag. Na dann, leg mal los, Amanda. Amanda, geh mal ran da. Bam. Die kommt ja echt überall ran, die Schlampe. Ja, Punkt. Punkt, du hässliche Fotze. Bam. So, weiter geht's. Okay, okay, okay. Oh ja, was? Ass. Ass. Die ist Assi, nicht Ass. Komm, schlag auf. Ob man das auch gegeneinander spielen kann? Glaub schon, ne? Im Online-Modus dann. Das wird witzig. Da mach ich bestimmt auch so ein paar Folgen draus. Da kommst du niemals ran. Da hast du dich gerade selber outplayed.
So. Wie steht's denn aber? Hier gibt's gerade keinen Punktestand dazu, der angezeigt wird, oder? Die spielt sich jedes Mal selber aus. Jetzt hab ich's raus. Tja. Kacke war's, hä? Ich hab deine Taktik raus. Komm, schlag auf. Lass mich so feiern. Okay, da kamst du noch ran. Ah, die Schlampe! Thank you, Coach. Fick dich, fick dich, fick dich! Die Taktik funktioniert doch nicht so ganz. Oh! Ja, bam, Spiel gewonnen. Well, at least I hope you learned something. You learned something! Okay, jetzt sind wir nochmal dran. Jetzt muss man das machen. Bam, in dein Gesicht. Boah, Schlampe. B-Punkt verloren. Weiß aus war, oder was? Was soll die Scheiße? Was soll die Scheiße? Okay, wir machen das. Alles mit Ruhe. Wir gewinnen das. Zack. Ja, da kamst du nicht mehr ran, Schlampe. Punkt für mich, alter Motherfucker. Ey, das weiße Auto ist gerade weggefahren. Ah, ne, der ist wieder. Okay. Ich beobachte nämlich gerade die Karre da oben rechts, weil die eigentlich ganz cool aussah. Und die ist auf einmal weggefahren. Ah, scheiße, jetzt habe ich mich gerade. Jetzt habe ich mich genau mit derselben Taktik selber ausgespielt, Alter. Was ist das für eine Kacke? Wie dumm bin ich denn? Weit außen, dass er dann ganz easy auf die andere Seite schlagen kann. Das ist doch scheiße. Ja. Klappt. You're shit. Und you know it. Yeah, bam, Michael. Abgezogen, die Schlampe. So, jetzt machen wir noch einen Punkt, oder? Dann dürfte das gewesen sein. So, straight auf sie spielen. Und dann rechts. Ja, easy. Spielball! Match hat ein... Match. Michael hat ein Matchball. Matchball, Michael. Okay, jetzt machen wir das. Matchball. Bam in dein Gesicht. Bam! So, einmal straight auf sie spielen. Und dann nach links. Ah, oh, scheiße. Ah, das war jetzt, weil die mittig war. Und ich war zu weit vorne, okay. Ja, musst du echt mit Taktik spielen, Alter. Was ist das für ein krasser Shit? Das ist ja Gameception. Spiel im Spiel. Oh, da war gut. Direkt auf sie spielen. Und dann nach rechts. Ah, ne, das war jetzt zu weiter Weg. Oh ja, nice. Vorteil, bam. Du weißt zwar nicht, was Vorteil bedeutet hier bei Tennis, aber... Haben wir jetzt nicht mit dem Matchball, weil wir gerade einen Punkt gemacht haben? Auf sie spielen. Und dann nach links. Okay, die ist gelaufen. Und jetzt! Ah, aus... I ain't washed up yet. Yeah. Seitenwechsel nochmal? Wie lange geht denn hier ein verschissener Satz? Ach fuck, ich hätte vielleicht eine... Fehler. Okay, wir gucken mal, wie lange das geht hier, der Spaß. Zweiter Aufschlag. Und nach links. Und nach rechts. Da kommt die Schlampe nicht ran. Wir ziehen die jetzt einfach ab. Wenn sie relativ mittig steht, dann muss man, glaube ich, einen hohen Ball spielen. Oder einen Stopball, damit man Zeit haben zum Laufen. Aber ansonsten einfach nur auf die gegenüberliegende Seite. Ja, dann ist die outplayed. Dann kommt die KI nicht mehr mit. Nice. Komm, ich zieh dich ab. Gib Gas hier, Lady. Zack. Und nach rechts. Ah, na gut, die war jetzt relativ fit unterwegs. Und nach links. Wir lassen die schön rennen hier. Bam, nach rechts. Breakball. Fat old fucker.
Bam, direkt straight drauf. Und dann weit nach rechts. Und kommst du noch ran, ja. Und jetzt weit nach links. Und nochmal direkt straight drauf. Und jetzt nach rechts. Und... Ah, Schlampe! Focus, Amanda. Ah, die Fotze. Die wird auch noch besser. Oh, fuck, wo bin ich jetzt gerade hingerannt? Einfach mal raus. Komm hier. Ah, fuck, 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 fuck! Das macht die Punkte, die Schlampe. Die macht Punkte, verdammt. Lernt die KI dazu, wie ich spiele, oder was? Ah, Fehler, nice. Der war gut, Amanda. Ja, genau, konzentrieren hast du gerade noch gesagt. Und jetzt verkackst es. Sehr gut, Amanda, ich bin bei dir. Bam, das war's. Nee, aber jetzt. Die kommt jetzt überall ran, oder was? Ja. Gewonnen. Bam, 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 bam. Schlampe, du hast verloren. Neuer Aufschlag, wie lange geht es denn? Okay, ich mache jetzt noch den Aufschlag und wenn das dann nicht zu Ende ist, dann breche ich das ab. Also ich will ja hier Tennisfolge machen. Ja, bam in der Gesicht. Nice. Motherfuckers. Und go. Und direkt nach links. Oh, fuck, die Fotze. Die Fotze. Okay, nochmal. Wie lange geht denn ein Satz? Hier wird ja nicht mal irgendwelche Punkte angezeigt. Ich kann ja nicht mal kontrollieren, wie lange die Scheiße noch geht. Bam. Und, ja. Unschaffbar für die. Fuck. Und zack. Und wieder in die Mitte laufen. Und rechts. Und links. Ja, easy going. Spielball. Jetzt machen wir das. Ich hoffe mal, jetzt ist es bald mal zu Ende. Gibt's hier nicht irgendwie eine Punkteanzeige? Hier steht doch nichts mit irgendwie Punkte einblenden oder so. Ich bin verwirrt. Straight drauf. Und jetzt rechts. Und komm, Matchball. Ja. Spiel gewonnen. Well, at least I hope you learned something. Boom. Seitenwechsel? Nein, es ist vorbei. Ey, ohne Mist, wie lange geht denn das? Kann mir ja nochmal sagen, wie lange ein verschissener... Ja, beenden. Wie lange ein verschissener Satz geht? Kann das mal einer sagen? Ich bin verwirrt. 4 zu 1. Na, easy, oder? Bestenliste? Ach, global. Nee, das brauchen wir jetzt nicht. Okay. Erstmal Mount Dew trinken, wegfacken und... Kack gehen, ne. Okay, wir gucken mal noch kurz den seine Hütte an. Aber da waren wir ja schon drin, wir sind ja schon eingebrochen. Okay, hier nicht mal irgendwie eine Tür. In der Bude, da ist eine Tür. Hello! Wie, jetzt wird Nacht. You're such a fucking dictator! Why the fuck not? He is not staying the night. Oh, he's a bomb. Ach, scheiße, drüber labern, irgendwie ein bekannter Song, fuck, ich hab sonst Probleme mit der GEMA, ich laber jetzt irgendwelchen Scheiß, bla bla bla, hier, GEMA, fuck off, ich wollte jetzt eigentlich mal eine Pause machen, oh, da ist Franklin, hallo, was geht ab, wie wär's, wenn du mal einen Song abbrecht, hier, nimm mal die Kopfhörer raus, komm, bitte, mach mal die Kopfhörer raus, Michael, und Franklin ist wieder da, Kopfhörer raus, gut. Alter. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you?
Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, you give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. I'm taking my wife's car. Eingehender Anruf. Ne, dann drücken wir mal weg, den Spasti. Kein Bock jetzt auf Anrufe. Okay. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Ich wollte erstmal speichern. Mal gucken mal kurz, ob man hier speichern kann in der Mission. Was ist das hier? Das ist nicht unser Zimmer. Das ist auch nicht unser Zimmer. Was ist denn das hier? Das hier, oder? Ne, das ist... Fuck this shit. Fuck, man. Wo kann man hier speichern? Ich bin jetzt langsam ein bisschen spät dran hier. Das ist die Küche. Die Bude ist auch nicht so groß wie gedacht, ja. Ja, ich mache jetzt hier mal einen Cut, weil ich bin jetzt gerade echt so ein bisschen spät dran. Ich muss jetzt eigentlich erstmal auf Arbeit. Und ich hoffe mal, wir starten dann, wenn ich mein Spiel wieder starte, hier in der Mission. Also, ihr seid dabei, wie das hier ausgeht. Ob ich, wenn ich jetzt hier ausmache, hier wieder rauskomme. Also, bye bye, Leute. Bis morgen. Ciao.